Hallo Leute und willkommen zurück zu Hearthstone. Ja, im letzten Part haben wir uns ja eines der schlechtesten Magier-Decks ever zusammengebaut. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wenn ich jetzt sehe, dass das schon von Anfang an richtig scheiße läuft, also ich hatte auch mal damals einen Druiden-Run, das war, ich hatte es mir erstellt und 20 Minuten später war das Deck auch schon wieder zu Ende, weil es einfach, es wurde durchgenudelt, so schnell ging das. Also ich konnte da gar nichts machen, so schlecht war das. Und so schlecht ist das Magier-Deck auch. Also, ja, und wir spielen jetzt erstmal gegen einen Lacker. Nein, gegen eine Jaina. Ja, das ist schon eine gute Hand für mich. Nein, also ich hoffe, den behalte ich mal, aber ich werde Bardo behalte ich auch mal. Wir haben ja keine wirklichen Zweier-Drops, Dreier-Drops sind okay. Ja, das ist schon mal ganz okay. Wir haben ja mehr. Wir haben mehr. Gar nichts. Das ist so ein schlechtes Deck. Wenn das zu schlecht läuft, dann werde ich wirklich wahrscheinlich den Part extra lang machen. Und es in einem Part alles verpacken. Und in der Hoffnung, dass wir dann im nächsten, wenn wir das nächste Deck machen, nochmal Magier kriegen. Aber vielleicht ist sein Deck ja genauso scheiße. Man weiß es ja nicht. Vielleicht hat er ja auch nichts. Weiß man ja nicht. Mit Spiegelgestalt, glaube ich. Nein, werde ich nicht. Oder? Den Akku. Akku-Loot. Den spiele ich. Den Akku. Dann spiele ich Spiegelgestalt in der Hoffnung, dass sie nichts ausspielt. Was ich nicht denke. Ansonsten kann sie was ausspielen, aber dafür was. Weil ich dann im vierten Turn ganz gerne ihn spielen. Aber mal gucken. Ah, ein Frostbolt. Ist okay. Kann ich mit leben. Die eine Karte. Oh, Harvest Golem. Den würde ich jetzt ganz gerne spielen. Bevor ich ihn spiele. Oh, kommt der Mana Worm raus, dann hast du einen Fehler gemacht. Du Lacker. Dann hast du einen Fehler gemacht. Hättest du jetzt einen 2-3er haben können. Hättest Harvest Golem. Harvest Golem an die Macht. Zwei Stück hatte ich auch noch nie im Arena-Deck. Das schon mal, also es hat so seinen Hohen und Tiefen, das Deck. Ich meine, wir haben noch nicht mal einen Flamestrike. Ich meine, ich hatte heute, glaube ich, auch. Ich habe heute, glaube ich, auf dem NA-Server auch gegen Magier gespielt. Der hatte auch keinen Flamestrike. Dafür habe ich mir dann ein Magier-Deck zusammengestellt, nachdem das mein Deck zu Ende war. Und da habe ich drei Flamestrike und einen Blizzard bekommen. Also so eigentlich vier Flamestrikes, aber einen habe ich mich dafür gegen entschieden. So, was macht er? Hat er noch einen Zauber oder ähnliches? Haben wir überhaupt ein Thorntime-Deck? Wir haben nicht mal ein Thorntime-Deck, ne? Was soll ich nur tun? Ja, sehr geil. Wenn sie nicht so länger machen, wenn sie nicht so lange überlegen würde, bin ich echt am Überlegen, einfach das Deck jetzt in einem Part durchzunehmen. So richtig, richtig krass so durchzunehmen. Zauberlehrling. Und, was kommt noch? Nichts. Verstäuben. Das ist. Aber ich will ganz gerne. Weg hier lassen. Frage. Nee, ich mach das so. Bei ihm kann ich im nächsten Turn pingen. Und somit kann er meinen nicht pingen. Wie viel Mana haben wir denn? Wir haben 5. Schade. Passt doch nicht. Aus 6. Nein, ich brauche 7. Da Fuchs, ich brauche 7 Mana. Ja. Wie viele Karten hat sie? 1, 2, 3, 4, 5. Auf der Hand. Eine auf dem Board. Wie viel haben wir? Wir haben eine auf dem Board und 6 in der Hand. Eine Karte mehr, also durch den Akolyt halt. Ah. Schauen wir mal. Ein Fenkry. Gar nichts. Nix. Nein, sie macht nichts. Sie macht einfach nichts. Ja. Schauen wir mal, was der macht. Was der macht. Wird auf jeden Fall mein Harvest Golem angreifen, denke ich. Gebt mir eine Quest. Oh, Questgeber.
Gut, dass ich eine Spiegelgestalt gespielt habe. Das Ding will ich nicht haben. Was ist hier los? Oh nein. Ich habe Angst, dass das jetzt Dings ist. Spiegelgestalt, ich wollte ihn jetzt spielen. Oh, Hocker. Oh nein, den will ich auch nicht spielen. Yeti ist auch doof. Frostbolt. Verstorben. Snapchat. Muss ich ihn spielen? Nein. Aus. Boah, das wäre so episch. Ich hätte, wenn ich den spiele und er jetzt Angst hat anzugreifen oder so. Astraler Arkanist, Alter. Das würde 4-4 geben. Pro Zug. Glaube ich, weil ich zwei Geheimnisse aktiv habe. Kann halt auch alles Mögliche sein. Ich habe einfach Angst, dass das gerade Spiegelgestalt ist. Hogger bringt mir jetzt nichts. Ich habe zwar die Combo auf der Hand, aber ich habe den Coin auch nicht mehr. Hat Angst anzugreifen, denke ich mal. Ich werde Snapchat gleich ausspielen, weil das ist mir egal, wenn er die Karte hat. Ja, mach mir nach. Gut. Läuft er noch mit denen an? Ich habe noch einen Verstäuben. Was denn dazu? Läuft nicht an. Dieb. Auch gut. Aber ich will erstmal wissen, was das ist da. Eins davon ist Mirrorton. Nein, das ist nicht. Sehr gut. Secrets everywhere. Dann ist es wahrscheinlich Eisbarriere und Counterspell oder so. Denke ich mal. Aber gut, dass es kein Dings ist. Freut mich gerade. Kein Mirror Identity, weil ich würde den ganz gerne ausprobieren. Astraler Arcanist. Ja, cheap. Nein, nein, ich habe keinen. Ich habe keinen Counterspell, keine Angst. Hey, Kane Mist. Bitte greif danach mich an. Mit ihm. Mit dem Dicken da. Komm. Heil verstäuben. Hat er auf keinem Fall. Kannst du ihn so hoch machen, wie du willst? Er greift nicht an. Noch auf jeden Fall nicht. Nein, doch nicht. Für jedes einmalige Aktive. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich hätte gedacht, das wird zählt für beide, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen OP. Oh ja, natürlich hat der Anthony das. Oh, ich krieg ihn ja auch. Wie geil. Ah, wie geil. Und ich hab noch Hogger. Ich weiß nur, dass eins davon auf jeden Fall Counterspell sein wird. Was aber noch nicht mal gerade so, noch nicht mal wirklich so schlimm ist. Und ist es Counterspell? Es ist kein Counterspell. Es ist kein Counterspell. Nee, der eins davon ist verstorben, Junge. Mit dem greife ich nicht an. Da kannst du mich mal, aber ganz. Ja, mit. Das wird richtig cool. Nein, 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 lass ihn leben. Der hat einen Zauber und der hat einen Feuerball. Lass ihn leben, komm schon, bitte. Oh, Flamestrike. Ja, warte mal, der lebt ja noch. Geil. Das waren zwei Zügen down. Oh, das ist mir egal. Ich bombardiere den gleich erstmal mit zwei Feuerbällen und krieg zwei neue. Ich hoffe, der hat nicht noch einen Flamestrike. Der Frostwolf. Okay.
Manipulat. Hogger oder Antonidas? Ich denke mal, er wird den versuchen wegzupingen, deswegen nehme ich mal Hogger. Ace lässt den Hogger. Weil er nur noch zwei Leben hat. Hätte der jetzt noch ein bisschen mehr, also noch seine 5-7, dann hätte ich den auf jeden Fall manipuliert. Das ist so ein lustiges Spiel. Also ping, also Faceless den. Ping ihn. Ja. Und ich greife den auch nicht ins Gesicht. Ah, das finde ich gerade übel gut. Ich hoffe, der hat keinen Flamestrike, dann ist alles für die Katze. Eins davon wird Spellbinder sein dann. Spellbinder und Vaporize, denke ich. Deswegen, falls er überlebt, wird er. Wird Feuerball machen. Kriegt ja durch Hat 2 und wird ihn ins Gesicht angreifen lassen. Ich finde das gerade so cool. Ah, ich finde das gerade so herrlich. Also Feuerball wird so machen wahrscheinlich. Dann noch so. Also auf jeden Fall Feuerball den. Kriegt dadurch ja 9. So, dann werde ich den wegmachen. Ihn wegmachen. Jetzt gucken, was er hat. Eins davon wird Vaporize sein. Eisbarriere. Sag mir nicht, da ist kein Vaporize bei. Doch. Okay. Jetzt kann ich damit angreifen. Nee, 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 so nicht, mein Freund. So. Was ist los? Komm schon. Kommt das durch den Ping, aber kommen zwei neue. Das ist ganz so cool. Das ist gerade so richtig cool. Das ist so lustig. Die kommt einfach nicht mehr von den Taunter weg. Oh cool. Möchte sie alle. Oh, goldene Arcane-Explosion. Oh nein, die Baby ist scheiße. Oh nein, ich kann sie noch nicht wegklicken. Ja, die werde ich offscreen irgendwann. Okay, Leute, dann beende ich jetzt den Part und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, ich denke mal, ein Win hat mir gezeigt, das kann doch was werden. Das war ganz so cool. Aber nun gut. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und haut rein. Ciao.